Ja, hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer Reise Richtung Peñíscola. Wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass wir die letzte Übernachtung in Leucate gemacht haben. Dort haben wir neben dem Stellplatz stehen müssen, weil das Schrankensystem nicht funktionierte. Und morgens früh haben wir uns halt beim besten Wetter schon auf den Weg gemacht Richtung Barcelona, Ebro Delta und dann Peñíscola. Ja, auf der AP7 in Spanien entfallen die Mautgebühren, zumindest, ja, ich sag mal, bis Mitte Spanien. Weiter runter kann ich nicht sagen, da sollen die angeblich immer noch da sein, die Mautgebühren. Aber hier oben entfallen die. Man wird hier so umgeleitet an den Mautstellen, entweder dran vorbei, weil die ganz abgerissen werden, oder eben halt einfach hier so durch, so wie hier jetzt, ohne anzuhalten. Ja, kommt man zügig durch. Wir hatten jetzt auf unserer letzten Etappe knapp 450 Kilometer noch zu fahren. Sind wie gesagt früh morgens losgefahren und wollten auch gerne gegen Mittag da sein, damit man noch so ein bisschen was vom Tag hat. Ja, ich zeige euch natürlich jetzt nicht die ganze Autobahn, sondern hier sind wir schon von der Autobahn runter. Und ob dieser Weg jetzt der richtige ist, bezweifle ich mal. Aber dieser Weg führte auch zum Camping Eden. Hier links und rechts seht ihr die ganzen Hotels und Pensionen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen hier im Sommer sind. Jetzt sind auf jeden Fall so gut wie gar keine da. Ich denke mal, alle Hotels, so wie es aussah, waren so gut wie alle waren leer. Und man sieht auch schon keine Autos und keine Menschen. Also ein bisschen wie eine Geisterstadt. Ja, man fährt dann hier kreuz und quer durch Peñíscola, bis man dann irgendwann an diese Promenadenstraße ankommt. Und man sieht schon im Hinterburg die bekannte Burg. Und gleich auf der rechten Seite kommt die Zufahrt und dann geht es zum Campingplatz. Wir hatten nicht reserviert, wir sind auf gut Glück hingefahren. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, wir haben noch einen schönen Platz gefunden dort. Ja, hier an dem Schild geht es natürlich rechts rein zum Campingplatz und nach 150 Metern seid ihr auch schon am Ziel. Die Anmeldung läuft folgendermaßen, man geht rein, sagt wie lange man bleiben will, bekommt einen Ausdruck. Auf dem Ausdruck sind die sämtlichen Stellplätze und an den Stellplätzen, wo diese Nummerierung mit ausgedruckt wurde, die sind in diesem Zeitraum frei. Wir haben uns dann einen schönen Platz ausgesucht, es waren auch noch einige Plätze frei, also man hatte noch eine große Auswahl. Wir sind auch auf der rechten Seite des Campingplatzes gegangen, der ist unterteilt durch diese Straße, weil wir durch einen guten Tipp von Zauberfee-Pferd RMB gehört haben, dass auf der linken Seite der Campingplatz ein bisschen lauter sein soll, weil im Hintergrund ein Sportplatz ist. Und dem war auch so, man konnte abends deutlich hören, dass da mehr los war wie auf unserer Seite. Alles richtig gemacht. Danke nochmal an Zauberfee. Für die Schrankensysteme und für die Tür zum Rein- und Rausgehen zu Fuß bekommt man einen Schlüssel, den steckt man in dieses besagte Schlüsselloch. Dann öffnet sich die Schranke oder das Tor und man fährt einfach auf den Platz auf. Hier geradeaus ist auch schon unser Platz gleich. Ich nehme euch mal mit bis dahin.
Ja, die Stellplätze an sich, die sind alle gleich groß auf den Plätzen. Außer auf der anderen Straßenseite, da gibt es auch ein paar große Plätze für große Liner. Haben wir mal abends beim Spazierengehen gesehen. Ja, hier ist unser Platz. Und diese Plätze hier, die haben alle so eine Spüle. Und Frisch- und Abwasser haben die auch. Ja, hier nach 1706 Kilometern sind wir endlich angekommen und gönnen uns erstmal eine kleine Pause. Gegenüber von uns stehen unsere Freunde, die haben sich auch einen schönen Platz ausgesucht. Und ja, ihr seht blauer Himmel, alles gut. Ja, hier nochmal das Gebäude von der Anmeldung. Geradeaus hinten durch, da ist auch ein bisschen Wiese, da kann man gut gehen, wenn man mit Hund da ist, als Hundeauslauf. Und ja, hier ist nochmal der Eingang, wo man dann halt zu Fuß durchgehen kann. Gasflaschen kann man da auch tauschen, allerdings nur die spanischen. Deutsche Gasflaschen kann man da nicht tauschen, auch nicht auffüllen lassen, man muss, wenn, dann diese spanischen haben. Ja, hier seht ihr jetzt erstmal so ein paar Eindrücke vom Strand und von der Strandpromenade. Und ja, da sage ich jetzt mal nicht weiter zu. Guckt euch die Bilder erstmal an. Ja, wir hatten jetzt nicht immer Glück mit dem Wetter, wir hatten auch schon mal so einen diesigen Tag, den kann man dann gut nutzen, um ein bisschen spazieren zu gehen. Hier ist so eine, ja, ich sag mal Palme, da kann man seine Handys aufladen. Und weiter geht's gleich Richtung Burg von Peñíscola. Ja, irgendwann bekommt man natürlich auch Hunger und da bot sich dieses Restaurant an und das hatte ein wirklich super gutes Menü. Für 20 Euro pro Person, da sind ja Vorspeise, der Salat, dann die Hauptspeise und die Paella und noch Nachtisch plus eine Flasche Wein pro Person, 20 Euro, kann man nicht meckern. War super lecker, hat allen geschmeckt und ja, kann man nur empfehlen. Ja, irgendwann haben wir dann mal unsere Rolle ausgepackt und haben uns mal so ein bisschen die Gegend angeguckt und sind so ein bisschen an der Küste längs gefahren und ja, einfach schön. Wetter war super, macht richtig Spaß. Später sind wir dann nochmal oberhalb gefahren von Peñíscola in die Berge hoch. Da konnte man super runter gucken und hatte einen fantastischen Ausblick auf die ganzen Hotels. Ihr seht hier, ziemlich weit entfernt, aber eine Bettenburg neben der anderen und ein Wahnsinnsausblick. Mit dem Roller hier hochfahren mit zwei Personen hatte schon so ein bisschen was von einer Herausforderung, zumindest für den Roller. Der hat ja nur 9,5 PS und ist ein Suzuki Roller, Suzuki Adress 110, und wenn ihr möchtet, kann ich euch den auch mal vorstellen. Das mache ich dann mal, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Der steht im Moment unter der Plane auf der Terrasse und dann mache ich euch mal so ein Vorstellvideo von dem Roller. Ja,
einige Restaurants hatten natürlich geschlossen. Die haben vielleicht nur am Wochenende auf, wenn die Spanier auch selber mal als Tagesgast hier hinkommen. Ansonsten war eben halt nicht mehr viel Publikum hier. Ja, um hier hochzukommen, muss man schon mal so ein paar steile Anstiege über sich ergehen lassen. Dafür hat man aber auch später einen total schönen Ausblick. Wir haben uns hier verabredet auf ein kühles Bierchen und das zeige ich euch gleich mal. Ein ganz toller Laden, kann man super sitzen und super aufs Meer rausschauen. Total schöne kleine Gassen sind hier und alles mit so Kieselsteinen auf dem Boden gemacht, richtig klasse. Dann geht es wieder runter und hier geht es noch höher und da sind auch so ein paar kleine Geschäfte, wie ihr gleich sehen werdet. Also es lohnt sich wirklich, so mal hier hoch zu gehen und sich das mal anzugucken. Hier seht ihr schon rechts und links alles so ein paar, ja, touristische Artikel, sag ich mal. Ja, hier sind wir jetzt an dieser besagten Blue Dream Bar. Unsere Freunde haben da schon gewartet und wir haben uns dann noch ein bisschen dazugesetzt, ein bisschen den Tag genossen und den Ausblick. Einfach klasse. Kann ich nur empfehlen, da oben sich mal hinzusetzen und eine kleine Pause zu machen. Ja, nach 7 Übernachtungen mussten wir leider wieder weiterfahren. Wir reisen ab am 26. Dezember. Hier links seht ihr gerade unsere Nachbarn, ganz liebe Niederländer, die wir kennengelernt haben. Rechts von uns stand auch ein Pärchen aus Köln. Und ja, wir müssen jetzt leider weiterfahren. Liebe Grüße an euch alle und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht weiter. Wir sind dann von hier aus nach Blanes gefahren und haben uns da einen Stellplatz rausgesucht. Wenn ihr sehen wollt, was wir in Blanes gemacht haben und die Rollertour an der Côte d'Azur und später nach Saint-Marie de la Mer in Frankreich gefahren sind, dann abonniert den Kanal. Bleibt dabei, würde mich freuen über einen Daumen hoch und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.